Hallo und willkommen zum dritten Vlogcast. Diesmal mache ich den kurz, nachdem ich den ersten Teil für die Tutorial-Reihe aufgenommen habe. Aber dieser erste Teil wird jetzt erst nach diesem Vlogcast erscheinen. Das ist jetzt ein bisschen komisch, aber so mache ich das. Ich mache diesen Vlogcast einfach, weil ich eigentlich wollte ich hier jetzt erstmal das Spiel zeigen, aber im ersten Teil vom Tutorial zeige ich das Spiel auch. Und deswegen springe ich gleich zum nächsten Punkt, und zwar geht es einfach darum, was für Tutorials ihr gerne sehen wollt, zu welchen Themen generell, also welche Engines, welche Sprachen oder auch einzelne Themen, die zu einem Spiel gehören, was euch da interessiert, einfach mal in die Kommentare schreiben. Und weil ich das jetzt ein paar Mal gelesen hatte, ein paar Leute hatten nach SDL2 gefragt. Für die, die es nicht kennen, das ist sowas ähnliches wie SFML. Auch eine kleine Library mit jeder Menge Funktionen für, so also hauptsächlich für 2D-Spiele, würde ich jetzt mal so sagen. Aber das sage ich schon mal gleich ab. Damit habe ich noch nie was gemacht. Außer mit der ersten Version, aber nicht mit der zweiten. Und ich habe noch nicht vor, da jetzt umzusteigen. Wenn dann eher was komplett anderes, also eine andere Sprache mit einer entsprechenden Engine oder irgendwie sowas. Aber SDL2 muss ich absagen. An der Stelle wollte ich mich nochmal bei den 1158 Abonnenten bedanken. Das ist wirklich extrem schnell gestiegen jetzt, also ist jetzt nicht so wahnsinnig viel natürlich, aber für meine Verhältnisse doch schon recht viel. Und vor allem ist es in den letzten Monaten, gerade in der Zeit, in der ich inaktiv war, am meisten gestiegen. Also ich glaube, das war so. In der Zeit hatte ich, glaube ich, so viele Klicks wie sonst noch nie. Das ist echt merkwürdig. Aber vielen Dank dafür. Ich hatte ja bei letztes Mal, glaube ich, bei. War das bei 100 Abonnenten? Oder bei 500? Ich hatte jedenfalls schon mal kleine Spiele-Verschenk-Aktion gemacht. Der ein oder andere Abonnent wird sich noch daran erinnern. Die Videos habe ich, glaube ich, schon wieder privat gestellt, glaube ich. Aber so eine Aktion werde ich demnächst nochmal starten. Und damit, wenn ihr die nicht verpassen wollt, guckt einfach mal die Tage auf combobreaker.de. Ich weiß noch nicht, ob ich da ein extra Video zu machen werde. Mal gucken. Aber ich werde auf jeden Fall noch ein paar Spielchen verschenken, die ich halt aus diversen Humble Bundles übrig habe, beziehungsweise doppelt habe. Die gebe ich dann raus. Es sind jede Menge. Und auch ein paar coole Spiele. Aber auch da nichts Weltbewegendes. Keine AAA-Spiele. Aber ein paar nette Spielchen auf jeden Fall. So. Und dann wollte ich eigentlich, ich sag's jetzt einfach mal so, ich wollte eigentlich jeden Montag, Sonntag, Montag so ein Video veröffentlichen. Das hat sich jetzt schon leider verschoben. Deswegen habe ich es auch nie gesagt. Lag einfach daran, dass die Flappy Jam war, also eine Game Jam, bei der es eigentlich um Flappy Bird ging. Und ich zeig's mal kurz. So, das ist eine Game Jam, bei der sehr viele Leute ein paar Spielchen gemacht haben, wenn ich weiß, was eine Game Jam ist. Ja, das ist einfach so. Wie soll man das am besten beschreiben? Finden sich halt ein paar Leute, ein paar Hobbyprogrammierer, manchmal auch ein paar Professionelle, die dann einfach zu einem bestimmten Anlass oder zu einem bestimmten Thema ein Spiel programmieren. Und hier war es, der Anlass war Flappy Bird, wie man ja am Namen Flappy Jam erkennt. Hier geht es nicht um Geld oder eigentlich, also hier geht es um gar nichts. Die Leute machen einfach Spiele, weil sie Lust drauf haben, und diese Jams finden dann, also im Monat finden. Also es gibt nur wenig regelmäßige. Eine bekannte ist die Ludum Dare. Die findet, glaube ich, alle 3 oder 4 Monate statt, weiß ich jetzt gar nicht genau. Da machen dann schon ein paar tausend Leute mit. Hier haben jetzt mitgemacht 765. Und eigentlich sollte die schon vorbei sein. Ah ja, ist closed, okay. Und hier wurden jetzt also 765 Spiele veröffentlicht, alle kostenlos. Und worum es hier ging, Make a Hard Almost Unplayable Game. Und benutze Sets inspired not ripped from classics, also von klassischen Spielen.
Und so weiter. Also man sollte halt ein schweres, fast unspielbares Spiel machen. Das hat mich die letzten Tage auch ein bisschen aufgehalten, weil ich mich dann doch noch dazu entschlossen habe, da mitzumachen. Ich scrolle jetzt mal nebenbei hier einfach so ein bisschen durch. Ich hatte eigentlich schon, ich glaube, das war Anfang des Monats, wollte ich eigentlich schon mitmachen, habe ich schon angefangen. Aber meine Idee war dann doch ziemlich blöd. Und mir ist da nichts mehr zu eingefallen, also habe ich es dann sein lassen. Dann habe ich mir gedacht, gut, ich wollte sowieso mal ein bisschen was mit HTML5 machen und JavaScript und dachte mir, gut, dann setze ich mich nochmal ran. Das habe ich jetzt die letzten Tage gemacht. Und das Spiel zeige ich jetzt nochmal kurz, also das sind jede Menge. Und eigentlich wollte ich noch ein Spiel zeigen, bei dem man quasi statt dem Vogel ein Stück Scheiße spielt und statt den Rohren Kloschüsseln ausweichen muss. Das sah sogar grafisch, war schön gepixelt eigentlich. Aber ich weiß nicht mehr, wie es hieß und ich finde es hier, glaube ich, auch nicht mehr. Hier gibt es wirklich von richtig üble Scheiße bis ganz nette Spielchen auf jeden Fall. Meins würde ich jetzt eher so, also wie gesagt, ich habe dann hier doch noch teilgenommen die letzten Tage. Das hat mich ein bisschen aufgehalten, aber ich habe es fertig gekriegt. Und das ist A Game with Colors. Das Spiel ist jetzt sehr, ja, sehr simpel. Also vom Spielprinzip ist es schon ein bisschen komplizierter, wie ich festgestellt habe, als ich das mal ein paar Leute spielen lassen habe. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt in ein paar Tagen zusammengeschustert, mein erstes HTML5-Spiel quasi, und da habe ich mir gedacht, gut, mache ich was Flappy Bird-inspiriertes und mode das ein bisschen um. Und für Grafik hat es jetzt leider nicht mehr gereicht. Aber ja, soll es egal sein. Ich mache mal hier einen Ton leiser. So. Für die, die es vielleicht eventuell sogar spielen wollen, man spielt hier diesen Punkt, ich erkläre es jetzt mal, bevor es losgeht, wollte man. In der Mitte erscheinen immer diese farbigen runden Punkte und oben und unten und manchmal in der Mitte sind diese farbigen Vierecke. Man macht jetzt Punkte, indem man durch diese Punkte in der Mitte eine Farbe annimmt und diese Farbe kann man dann halt einsammeln. Und wenn man jetzt ein Karo-Kästchen einsammelt, dessen Farbe man nicht hat, dann ist das Spiel vorbei. Also ganz simpel. Und man spielt das mit Space. Man muss den halt immer in der Luft halten. Jetzt habe ich nicht weiß, kann jetzt also die weißen Vierecke einsammeln und habe jetzt außerdem noch ein rotes eingesammelt. Also das Spiel, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es das jetzt ein besonders tolles Spiel ist. Aber kann man mal gemacht haben. Und wie gesagt, das war jetzt nur für diese Game Jam und aus Spaß an der Freude. Ich hatte auf jeden Fall Spaß daran, das zu machen. Und das Thema war ja auch besonders schwer bis unspielbar und Flappy Bird inspiriert. Ja, nicht unbedingt Flappy Bird inspiriert, aber mich hat das Spiel, also von der Grundidee basiert es ja quasi auf dieses Flappy Bird Prinzip, was es ja schon vorher gab, zuhauf. Aber es scheint auch viele vergessen zu haben. Ja gut, das ist mein Spiel. Nicht besonders toll. Kann man mal eine Minute spielen. Das wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Generell die Game Jam, da gibt es jede Menge von. Kann man immer gut dazu nutzen, mal ein paar neue Sachen oder neue Spielideen auszuprobieren und mal schnell was hinzuschustern. Neben dem eigentlichen Projekt. Und das macht immer eine Menge Spaß, kann man mal machen. So, ich nehme jetzt hier schon wieder 13 Minuten auf. Das soll es denn auch mal gewesen sein. Davon werde ich wahrscheinlich wieder jede Menge wegschnibbeln. Aber ich wollte einfach mal den Vlogcast dazu nutzen oder mal wieder dazu nutzen, ein paar Sachen zu zeigen, zu sagen und vor allem mich bei den über 1000 Abonnenten mittlerweile zu bedanken fürs Abonnieren und ja, ich hoffe, man hört sich bald wieder. Wenn ihr das Video jetzt am 25.02. schaut, dann wird und vor 16 Uhr rum
Dann wird später heute noch der erste Teil von der SFML 2.1-Reihe kommen, wo wir dann langsam anfangen. Und ja, bis dahin, viel Spaß noch und bis bald. Tschüss.